So, ich bin heute im TCB TDC Neustadt, die Frau Wenzel, Wundexpertin, schon seit langem hier aktiv auch und sie betreut die Patienten unter anderem auch mit dem Material Aquacel Extra. Also das ist ganz toll, jetzt auch das Neue, früher gab es diese Fäden zwischendrin nicht. So hat man halt, kann man es auch besser zurechtschneiden und sich auch sehr stabil. Das hat seit jeher, von Anfang an war das immer sehr stabil und nicht, konnte man nicht zerreißen wie bei anderen. Und vor allen Dingen, es bleiben auch keine Fasern groß in der Wunde drin. Und dadurch, dass es so wunderschön gelartig wird, sind die Wunden sehr schmerzfrei und man kann es auch gut ablösen. Und wenn halt zu wenig Exsudat da ist, dann kann man das ganz toll mit Kochsalz wieder feucht machen und kann das trotzdem wunderbar aus der Wunde herausnehmen. Man kann das wunderbar zuschneiden und kann das auch, wenn viele kleinere Wunden sind, kann man das wirklich toll verteilen auf der Haut. Das ist echt genial. Das über die Wunde rüber, deswegen braucht man keinen Wundrandschutz, das mazeriert auch nicht ringsrum. Und wenn man tamponiert, nur leicht reinlegen, das ist auch ganz wichtig, nicht stopfen. Und man kann das auch wunderbar aus der Wundhöhle wieder rausziehen. Ich habe letztes Jahr mal eine Bauchhöhle gehabt, also eine offene Wunde am Bauch, und habe das richtig schön reingelegt. Es war wunderbar, die Patientin hat keine Schmerzen gehabt, es war nichts mazeriert ringsrum und ich innerhalb, also wie man sagt, halt kürzester Zeit dann zugegangen. Es ist ein wenig verbessert worden mit der Feder, aber ansonsten bin ich nach wie vor immer sehr zufrieden damit. Wunderbar, vielen Dank für die Möglichkeit, Sie befragen zu dürfen.